Hallo und willkommen zurück. Die letzte Mission mit Rookies und Verwundeten überstanden. Die brauchen noch 3 Tage oder so, bis die bereit sind. Mit ein bisschen Glück, mit sehr viel Glück, ist der nochmal bereit, aber es dauert 5 Stunden etwa. Ist abgehauen. Finished! Da ist auch noch ein... Soldier Weapons. Laser Carbine. Braucht 4. Davon muss ich doch haben. Ach so, das ist die Farbe. Klar. Also, Carbine. 4 Alien Alloys kostet 40.000. Naja, aber ich muss halt schon jeden mit einer ordentlichen Waffe ausrüsten. Also, da werde ich nicht drum rumkommen. Das mache ich jetzt. Das ist die Schrotflinte. Bomber-UFO. Ja. Command Center wurde fertig gebaut. So, jetzt kann ich hier einmal ein Radar-Array bauen. Und dann muss ich ein Hangar bauen. Und da geht mein Geld hin. Zwei Soldaten dazu bekommen. Aber die muss ich gleich ausrüsten, sobald zweimal Laserwaffen sind da. Okay, das ist der aus dem Krankenhaus. Dann ist der fertig geworden. Dann hatte ich die Waffe nicht verloren. Hat er die mit ins Krankenhaus genommen. Aber ich nehme trotzdem die Schrotflinte jetzt. Und dann werde ich eine der Sniper Rifles, denke ich, austauschen, weil die für den Nahkampf einfach wenig taugt. Machen wir aber alles. Haben die doch eine Reparaturdauer? Eigentlich müssten das 3 Slots sein. Unassigned. Okay. Ich mach ja mal. Ich gehe mal aus dem Spiel raus. Quit Game. Load Game. Zoom. Seltsam. Naja, vielleicht ist es eine Reparatur oder so. Forecast Change, die sind auf jeden Fall mit mir zufrieden in diesem Monat. Sogar mehr als vorher bekomme ich. Eine Forschung ist fertig geworden. Schön. Alien Precision Plasma. Ja. Ja, aber das ist das Einzige, was hier wirklich Sinn macht. Das andere sind mehr oder weniger Forschungssackgassen, die ich nicht unbedingt brauche. Da sind nochmal 4 Soldaten. Die wollen natürlich auch bezahlt werden.
Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil ich im Moment Leerlauf habe. Ich produziere nichts. Die ganzen Arbeiter stehen da umsonst rum. Ah ja, Center und UFO. Repairing, die brauchen noch 34 Stunden. Intercept, da fliege ich jetzt mit meinem Corsair hin. Medium. Und zwei kleine, okay. Da können wir mit dem Condor hinfliegen. Low on fuel, okay. Fighter, Corvette, Fighter, okay. Gage. Ein großes Problem, das ich habe, ist allerdings mein Fuel Level. Greift den an. Noch 10% Fuel, der muss auf jeden Fall umdrehen, um den. Da müssen sehr schnell die ganzen Raketen drauf gefeuert werden. Alles an. Prozent, 8%, das sollte aber passen. Rechts. Das hat anscheinend nicht funktioniert. Habe ich die falsche Taste gedrückt. Na, super. Die Waffen, die Raketen waren nicht gelockt. Na, der eine hat es nicht geschafft. Two Alien Alloys. Das ist von den Fightern gewesen. Und, ja, ist aber ganz okay. War jetzt nicht optimal. Der eine ist halt draufgegangen. Aber jetzt kann ich wieder meinen nächsten Trupp zusammenbauen. Keine Ahnung, was das mit dem anderen Vehikel ist. Ob das jetzt doch kaputt ist? Die Garage ist halt jetzt kleiner. Capacity 3. Also ich nehme an, dass der eine repariert wird. Gruppe zusammenstellen. So, der muss jetzt, der kriegt jetzt eine Schrotflinte. So.
Die hat noch weniger Munition. 86%, aber den nehme ich trotzdem mit. Sniper. Rifleman, das ist aber auch Noob. Moment, ich mache hier mal Change Role. Add New Role. Reserve. Unsere Reserve kriegt halt hier 0815 Ausrüstung. Ach, Elektroschockgranaten habe ich jetzt auch. Da muss ich ja mal gucken. Zweiteils. Die haben anscheinend einen größeren Radius. So. Z-Equipment ist Default. Server. Der letzte Reserve. Gut, dann brauchen wir noch einen, der da jetzt wieder reinkommt. Das sind alles Noobs. Der sieht verhältnismäßig ausbalanciert aus. Da muss ich jetzt noch gucken. Das ist der Assault. Okay. Dann haben wir den Sniper und noch einen Sniper. Okay, der mit Heavy Weapons ist bei 68%, der kann ruhig auch so bleiben. Laser. Change Role, den machen wir jetzt zum Rifleman. Wobei, ne, ich mache den jetzt zum Sniper. Und die beiden Sniper zum Rifleman. Die sind etwas schneller. So, Rifleman. Na, der nicht.
kann auch ein bisschen was mitnehmen. So. Da muss ich jetzt auch mal mit den Granaten ein bisschen umtauschen. Der Sniper, der braucht auch nicht unbedingt eine Wolf-Rüstung. Die Rifleman und Assault brauchen auf jeden Fall eine Wolf-Rüstung. Der ist überladen. Eine davon weg, eine davon weg. Und die auch nicht. Heavy Weapon. Naja. Das muss. Der kann davon zwei mitnehmen. Das ist jetzt zwar noch langsamer. Aber da muss ich die anderen nicht langsamer machen. So ist gut. Okay, der ist fertig und dann können wir Crash Site, Intercept, Charlie, auf geht's. Ich brauche Geld. Military Aircraft destroyed. Na. Wie lange braucht der Corsair? Ach, der ist schon wieder fertig. Ne, Refuel 2 Stunden. Eine. Noch immer eine. Ready, no range. Na super. Na, komme ich so nicht hin. Dann können wir engagen. A suppressed target is unable to reaction fire and has reduced TUS in the following turn. Ja. Oh, habe ich mir hier eine Nachtmission besorgt? Das ist ja sehr ungünstig. Aber immerhin bin ich rechts oben. Da habe ich zumindest schon mal so ein bisschen was frei. Und ich glaube, dem Wagen ist die Nacht auch ziemlich egal. Arktik, ich glaube, hier bin ich zum ersten Mal. Da ist auch die Karte zu Ende. Da ist ein Zivilist. Dann kann ich hier auf jeden Fall raus. Ob der die Runde überlebt da unten. Da ist einer und da ist einer. Was sind die wieder?
Ich mag nicht. Schön. Da ist der andere. %30 ist mir zu wenig. Das war nichts. Das war nichts. %48. Ja, wenn er stehen bleibt, kann er schießen. Der ist komplett außer Reichweite. Feuer! Mhm. Feuer! Ja, dann zerstöre ich ihn einfach komplett. Na, der hat ja noch daneben geschossen. Dem seine Schussweite ist sowas von gering. Naja, 3 Schaden. Ist aber auch gut hier. Precision 56 nur. Das ist der Nappel, den ich da vollgeladen habe. Ja gut, der hat die Sniper. Okay. Schnee. Da sind auf jeden Fall noch 2 Zivilisten draußen, 2 Gegner draußen. Wir haben gerade 2 unterschiedliche Leute auf einen Zivilisten geschossen. Und da ich jetzt nicht vermute, dass hier unglaublich viele Zivilisten sind, ist die Chance recht hoch, dass das von da unten war. Da kann man nicht drauf fahren. Dem Fahrzeug darüber fahren. Schweren stelle ich mal nach außen. Denn die können dann schießen, ohne das Fahrzeug zu gefährden, falls da wer sein sollte. Da wird immer noch geballert.
Doch, aufstehen kostet. Es sei denn, die haben keine Punkte, dann kostet es nichts. Das ist ja bescheuert. Der Schrottflintenmensch, der kann hier ein bisschen runterlaufen, damit er die anderen guten Positionen für die anderen frei macht. Wahrscheinlich auch die beiden. Wo soll denn der andere da oben gewesen sein? Vernichten. Der Schrotflintenmensch kann schießen. 14%. Na, guck mal. Na, Wahnsinn. Ist er doch. 31. Auch versenkt. Hier unten ist die Map zu Ende. Gut. Dann kann der Trupp weiterziehen. Vielleicht sollte ich dem noch mal ein drittes Magazin mitgeben. Der ist ja dann super schnell mit der Schrotflintenmunition durch. Na, wobei der die natürlich auch am wenigsten gut einsetzen kann. Nimm mich mit, nimm mich mit! Ork drin.
aufstehen. Oh, da ist das UFO. Schauen wir hier mal in die Türe rein. Da ist nichts. Okay, ich gehe dann wieder. Schwere Waffe. Na, da wird er durch einen Baum blockiert. Nur mal hier hin. Da stand er. Ein wenig entblößt, mein Freund. Jetzt bist du dran. Das war ja nix. Ja. Wie viel hält er aus? So. Jetzt kommt nur noch der schwerste Teil. Wobei ich da oben auch noch gerade hinfallen kann. Nachladen. Schau ich mal, ob hier noch was ist. Nö.
Okay. Dann kannst du wieder zurückfahren. Machen wir das hier mal gerade weg. Ich glaube, das Gebäude habe ich zerstört. Okay, dann brechen die Dinger tatsächlich komplett zusammen, wenn die Wände alle weg sind. Das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Interessant wird natürlich, was passiert, wenn die da drin verschüttet werden. So. Ziehen wir die noch ein bisschen nach vorne. Dann geht's eine nächste Runde los. Die schieße ich jetzt so auf. Ein Hauch von nichts. Okay. Da steht also eins links neben der Tür. Okay. Zweiundsechzig, da kann er sich noch bewegen. Sauber. Ach, der hat dafür keine Punkte mehr, okay.
Optimal ist das aber auch alles nicht. Was passiert denn? Der hat keine. Der hat noch nicht. Der aber. Ah, okay, verstehe. Sternförmig ist das bei denen. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Das sind meine beiden Stürmer. Nochmal Glück gehabt oder er verblutet jetzt? 5 Schaden. Lebt noch. Das ist ja cool. Wieder voll. Schön. So, die muss aber jetzt auf jeden Fall auf Seite gehen, denn die ist zu gut, als wenn die da sterben dürfte. Der hat nicht mehr viel. Gibt's doch nicht. Aber noch auf Seite gehen. Moment, was hat der denn für eine Waffe? Okay. Geht der auf Seite? Der bewegt sich dahin. Der duckt sich oder schießt der 40. 20% Chance ist scheiße. Scheiße. 13. Der hat diese Granate. Tu es! Schwein gehabt. Puh.
Aber es sind immer noch mehr da. Und ich habe wieder einen quasi verloren. Du darfst austreten. Na, 49 hat er. Immer noch mehr als der so hat. Nachladen. Der auch. Dann werde ich das jetzt mal mit der Rauchgranate ausprobieren. Zweiunddreißig Feuer. Das war nichts. Habe ich überhaupt nicht getroffen. Hat er 46, das heißt, es kostet 8, dahin zu laufen. Ja, müsste passen. Auch nicht getroffen. Was soll denn das? Der hat zurückgeschossen. Und der kann sowieso nicht. Der kann den angreifen. Der hat die Granate. Da 40%. Der müsste auf jeden Fall noch ein bisschen lassen. Da braucht er 7 Punkte für. Okay. Mach mal. Scheiße. Schön. Ging eigentlich ganz gut. 78.000. Und dann würde ich mal sagen, es ist wieder Zeit für einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal.